bin kein gelernter Landwirt, Landmaschinenmechaniker, aber mit unwahrscheinlich Lust und Liebe zur Landwirtschaft. Bei uns im Dorf, ich wusste bei jedem, welches Flurstück wem gehört, was er da anbaut und so. Ich habe unwahrscheinlich Lust gehabt. Nun kam die Wende und wenn wir diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen hätten und gesagt, jetzt machen wir uns selbstständig und das war immer so ein Wunsch von mir und auch von meiner Frau und jetzt war der Zeitpunkt da, jetzt mussten wir es einfach machen, obwohl wir finanziell nicht so betucht waren wie andere Leute. Wenn man zur Arbeit geht und drei Kinder hat, wissen Sie ja, was im Monatsende dabei überbleibt. Und ich möchte aber auch dazu sagen, wenn meine Frau gesagt hat, nein, ich mache das nicht, alleine hätte ich es auch nicht gemacht. Die Familie dabei aufs Spiel zu setzen, das wäre mir doch zu viel gewesen. Ja, die ersten Gedanken, die gingen sehr weit auseinander mit einmal. Als man das so gesehen hat, die Hofanlage, wie sie da 89 aussah, so dann stand man da vor so einem Objekt, wo die Großeltern von meiner Frau das 1955 verlassen haben und so. In diesem Stand haben wir das auch wiedergefunden. Erstmal musste ja zurückgeführt werden in Eigentum von meiner Schwiegermutter. Hatte ich mit dem Direktor vom Volkseigenen Gut Elmenhorst zu tun und einem neu gewählten Vorsitzenden von der LPG Klütz. Die ersten Berührungspunkte waren ein bisschen schwierig, aber man hat sich doch geeinigt und ich sag mal, wenn man irgendwo hingeht oder neu hinkommt, dann muss man sich ein bisschen auf die einheimische Bevölkerung einstellen. Der Klützer Winkel, Teil von Mecklenburg, ist der begehrteste Teil in Mecklenburg. Wir haben hier gute Böden und gute Erträge. Aber mittlerweile ist der Klützer Winkel und auch Mecklenburg zum Tourismusstandort geworden. Diese Möglichkeit hat meine Frau auch entdeckt und hat vor ca. 15 Jahren fing sie ganz klein mit dem Hofladen an. Und mittlerweile ist das eine sichere Einnahmequelle geworden neben der Landwirtschaft. Das Hofkaffee, das gibt es seit ungefähr 8 Jahren. Ganz klein angefangen, die ersten Leute kamen, kann man ja auch eine Tasse Kaffee trinken. Dann fing meine Frau an, so ein bisschen zu backen. So, mittlerweile haben wir eigene Produktion, Fleisch- und Wurstwaren und Sachen aus der Region. Einen Anbau getätigt, einen Hofkaffee angebaut, ein altes Backhaus hergerichtet, renoviert für Kaffeegäste, kleine Veranstaltungen, 70-jährigen Geburtstag und alles, weil die Einnahmen aus der Milchproduktion ja sehr bescheiden sind, ist das Standbein Hofladen noch ein sicheres Standbein mitgeworden. Und ich möchte dazu sagen, dass alle Backwaren, die hier auf den Tisch kommen, von meiner Frau selbst gebacken sind. Die ist nichts vom Bäcker oder sonst was. Meine Frau backt jeden Morgen frische Torten und frische Blechkuchen. Also es ist zu merken, in den letzten Jahren schon, da haben wir die Touristen ja noch gehabt, ganzjährig, der Wunsch nach regionalen Produkten ist gewachsen. Und hier auf dem Hof können Sie gucken, wie die Tiere gehalten werden und dann können Sie auch die Wurst verköstigen. Also die Tiere, die hier im Hofladen vermarktet werden, die gehen zu einem Schlachtbetrieb Richtung Gardebusch. Von da aus werden die Teile oder Hälften an eine Schlachterei in Grevesmühlen geliefert, der diese Ware dann verarbeitet, aber nach alten Rezepten. Seit Corona sind ja die Touristen nicht mehr da. Es kommen aber viele Einheimische bis Wismar, Schwerin und noch weiter und sind unsere Stammkunden mittlerweile geworden, die hier ihre Produkte einkaufen. Und ganz vorsichtig ausgedrückt, wir haben jetzt Februar. Von dem Einkauf her ist es nicht weniger geworden, als wenn auch Touristen hier waren. Es ist trotz Corona etwas noch zugelegt worden. Also meine Frau hat 4 festangestellte Mitarbeiterinnen. Zurzeit wegen Corona Teil in Kurzarbeit, aber 2 sind in der Woche immer da. Sommerzeit ungefähr 4 bis 5 Aushilfen noch dazu, weil jeden Tag ist hier voll Haus auf dem Hof. Und was ganz wichtig ist, die Besucher, die hier kommen, die können in die Ställe gucken, können sich informieren über die Tiere,
wie sie leben, wie sie gehalten werden und was mit den Tieren passiert. Wir sind jetzt in unserem Berghaus. Es ist ein Doppel-12er Side-by-Side, wo eine Person praktisch das Melken übernimmt. Wir haben einen festangestellten Melker und wenn der Melker frei hat, er arbeitet 10 Tage am Stück und dann hat er 4 Tage frei. Und diese 4 Tage ist meine Schwiegertochter dann hier Chef im Ring. Diese Investition, die wir hier getätigt haben, das war bislang in den 30 Jahren die größte Summe, die wir bewegt haben auf unserem Betrieb. Ich hatte erst große Bauchschmerzen, aber wie soll ich sagen, die Zeit heilt alle Wunden und dann gehen auch mal die Bauchschmerzen weg. Aber das ist so, in der Milchproduktion muss man eben doch mal mit Bauchschmerzen leben. Aber wenn die Bauchschmerzen zu lange werden, dann kommt meist eine Operation hinterher und ob die dann übersteht, fraglich. Wir haben das auch so konzipiert, dass die Urlauber hier die Treppe hochgehen können und können von oben gucken, wie gemolken wird. Damit sie auch wissen, dass ihr Milch nicht aus dem Tetrapack kommt im Kühlregal, sondern auch von der Kuh aus dem Euter. Wir haben in etwa 250 Milchkühe, haben eine Durchschnittsleistung von 10.800 Liter. Hier haben wir die Abkalbebuchten, da kommen die Kühe rein, die vorm Kalben sind, ungefähr 8 Tage vorm Kalben, werden separiert, dass sie ihre Kälber hier in Ruhe bekommen können, liegen auf Stroh. Die Kälber bleiben ungefähr einen Tag bei der Kuh und dann werden die Kälber in Einzelboxen und die Kuh geht zum Melken. Hinter uns sind die Kühe, die abgekalbt sind, die bleiben ungefähr 14 Tage in dieser Gruppe auf Stroh, damit sich der ganze Organismus wieder beruhigt und alles wieder in Einklang gebracht wird und nicht gleich in die große Herde mit reinkommt, da gibt es Stress. Von den ganzen Gebäuden, die Sie hier sehen, ist fast 90% Altbestand. Wir haben die alten Gebäude so hergerichtet, so wie dieser Stall. Das war ein Jungviehstall, ein ehemaliger Offenstall, den wir jetzt für die Trockensteher und Frischkalber nutzen. So umgebaut, Futtertisch nach draußen. Der Kuhstall in der Mitte, ein Offenstall, der auch umgebaut worden ist, so ein Boxenlaufstall, damals für 50 Kühe. Denn Milchquote zu bekommen, GBR gegründet, diese wirtschaftlichen Sprünge, die wir da gemacht hat, vom Betrieb her, die können Sie an dem Kuhstall wiedersehen. Also die reinen Milchkühe verteilen wir auf 3 Ställe. Einmal Abkalber, Trockensteher und Milchvieh. Jungvieh wird gehalten oben in einem Stall noch und hier unten Bullen im Altgebäude. Ja, hier hat sich mein Sohn mal ein paar Gedanken gemacht, wie kann ich einen Kälberstall kostengünstig erstellen. Hier war früher eine alte Mistplatte. So, und Sie sehen, mit einfachen Mitteln und mal richtig nachgedacht, haben wir hier einen Kälberstall gebaut, wo sich die Kälber wohlfühlen. Sie sind immer an der frischen Luft. Wir haben keine Probleme, fast keine Probleme mit Durchfall. Und Lungenentzündung sowieso nicht mehr. Also das ist wirklich ein Top-Stall geworden, muss ich sagen. Und jeder, der kommt, der sagt, Mensch, was habt ihr da gebaut? Ja, hier sind die Kälber, die kleinsten, nach 14 Tagen und so geht das immer weiter. Da hinten haben wir, weil das ein Offenstall ist, so eine Klappe gemacht, damit da ein Kleinklima entsteht für die Kälber. Wenn es wirklich kalt ist und windig ist, dann liegen alle die Kälber da hinten unter. Und sie haben keine Atemprobleme und keine Erkrankungen oder sonst was. Also dies ist wirklich ein Top-Ding geworden. Einen Futterplan haben wir hauptsächlich für die Besucher, die kommen. Dann können sie gucken, was kriegt so ein Kalb zu trinken. Was kriegt es, warum, weshalb, weswegen. Da kommen die Kälber rein, die frisch geboren sind. Also einen Tag nach der Geburt. Und die werden jedes Mal, wenn ein Kalb rauskommt, desinfiziert und sauber gemacht. Ja, wir sind ja zurzeit am Bauen. Ein Anhang an dem Kuhstall, das ist auch dem Tierwohl gerechtfertigt, muss ich mal so sagen. Wir wollen nicht mehr Tiere halten.
wir wollen unseren Bestand an Milchkühen behalten und möchten, dass die Tiere auch mehr Platz und Bewegungsfreiheit haben. Das fordert die Politik, das fördert die Bevölkerung, aber man muss auch berücksichtigen, dass wir diese Investitionen, die jetzt da getätigt werden, das kommen in etwa auf 150.000 bis 200.000 Euro, dass wir das auch von den 30 Cent Milchkippe zahlen müssen. Und das müsste man auch mal von der Politik zur Kenntnis nehmen und auch mal von der Bevölkerung. Also Herr Mann hat es erwähnt, hier wird an dem alten Boxenlaufviehstall eine Boxenreihe angebaut. Also es entsteht ein Anbau für 44 Milchkühe mit einem anliegenden Außenfuttertisch, der überdacht ist. Im Stall werden zwei Reihen Liegeboxen umgebaut und saniert. Es werden größere, breitere Liegeboxen eingebaut. Der Kuhbestand wird nicht erweitert. Es geht hier nur um Tierwohl, den Tieren bessere Haltungsbedingungen zu bieten und perspektivisch vielleicht auch hier nochmal die Möglichkeit zu haben, zu erweitern. Das ganze Projekt wurde von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern geplant und wird auch von Land Mecklenburg-Vorpommern mit EU-Mitteln gefördert über das AFP-Programm. Insgesamt bewegt sich das Investitionsvolumen bei ca. 280.000 Euro. Herr Mann nimmt nur 20% Förderung in Anspruch, weil hier aus der Örtlichkeit sich keine Auslaufmöglichkeiten für die Tiere ergeben und eine ganzjährige Weide für alle Tiere nicht möglich ist. Im Zuge der Investitionsmaßnahme wird auch dieser Innenbereich erneuert. Hier werden neue Übergänge gebaut, Stallausrüstung wird ausgetauscht, die Boxen werden verbreitert, also ganz anderes Boxenmaß und neue Tränken eingebaut, sodass hier nachher ein komplett neuer Stallbereich entstehen wird. Wenn der Landwirtschaftsbetrieb sich mit 250 Kühen und der ganzen Nachtzucht und 500 Hektar sich nicht selber trägt, dann ist da was verkehrt. Ich sag mal, die Preise anziehen, das ist immer so eine Sache. Jedes Jahr wird alles irgendwo teurer. Meine Frau steht auch auf dem Standpunkt, solange wie was über ist, ist es gut. Und die Leute sollen kommen und sollen zufrieden sein und sollen die Produkte mögen und es muss schmecken. Ob man denn ein Stück Kuchen 20 Cent erhöhen muss oder nicht, das lässt man dahingestellt sein. Wenn ich mit dem Geld auskomme, was ich habe, dann ist es gut. So, nun haben Sie einen kurzen Einblick gekriegt über unseren Hof. Diese Hofanlage, möchte ich nochmal sagen, ist 1864 gebaut. Wir haben es erhalten, Generation meine Frau und ich. Wir werden es übergeben an meinen Sohn mit Familie und Tochter. Und wir wünschen uns, dass auch die Enkelkinder, die sehr viel Lust zur Landwirtschaft zeigen, einer ist schon mit im Betrieb und der zweite wird die Lehre dieses Jahr beginnen, dass dieser Betrieb dann auch über die Generationen weiter Bestand hat und dass auch die Bevölkerung sieht, Landwirtschaft, Familie, Ernährung, alles hängt irgendwo zusammen. Und wir brauchen nicht nur Großraumlandwirtschaft und noch größere Betriebe. Wir sollten uns mal an das erinnern, was wir von früher kennen, landwirtschaftliche Betriebe in Familienhand. Und für mich persönlich ist Familie was ganz Wertvolles und was ganz Großes. Ich habe immer gesagt, ein Zusammenhalt innerhalb der Familie ist besser wie eine Kreditzusage von der Bank.